Schauen wir uns die Aktien-News der Woche an. Und ich habe es erzählt, es ist viel passiert im Rahmen der letzten Woche, obwohl es nicht so viele Quartalszahlen gab. Wir fangen aber mit Quartalszahlen an, und zwar mit Broadcom. Ein Chiphersteller, der bei uns sehr, sehr stark im Fokus ist, ich habe schon zigmal darüber gesprochen, hat jetzt wieder positive Quartalszahlen geliefert über den Markterwartungen. Insbesondere die Integration von den letzten Übernahmen von VMware läuft reibungslos, und man muss sagen, auch das KI-Thema kommt sehr, sehr gut bei Broadcom an. Und jetzt müssen wir sagen, sind wir hier bei einem wirklich riesigen Konzern, mittlerweile einem der größten Unternehmen der Welt, und trotzdem geht es mit Schwung weiter nach oben. Ich habe jetzt das große Bild mal hier eingezeichnet. Wir sind jetzt hier weiter im Wochenchart, mittlerweile bei der 1800er Grenze hier oben. Also selbst nach den Quartalszahlen ging es die letzten Tage noch weiter in positiv bergauf. Man sieht es hier unten auch am Momentum. Das ist deutlich, deutlich positiv, auch beim MACD. Ja, grundsätzlich scheint dieses Momentum nicht zu durchbrechen sein, gerade für die großen, guten Chip-Player. Broadcom, ja, wen es interessiert, es gibt von uns einige Analysen dazu, schaut euch die gerne nochmal an. ARM, muss man sagen, auch ein Chiphersteller, etwas jünger an der Börse, immer wieder auch in den Gesprächen, ob es da nicht eine Nvidia-Übernahme gibt oder nicht. Grundsätzlich muss man sagen, geht es jetzt darum, weitere KI-Chips zu bauen. Es gibt neue Kooperationen auch im Rahmen mit Microsoft, und das hat die Aktie mehr oder weniger befeuert. Charttechnisch gibt es hier nicht so viel zu sehen. Die Aktie ist sehr, sehr volatil, sehr junger Titel, trotzdem über 100 Milliarden Marktkapitalisierung. Spannend ist es auch bei Oracle. Haben wir kurz drüber gesprochen. Es gab schon positive Zahlen eigentlich, was das Thema Umsatz Prognosen für die Zukunft betrifft, aber nicht was die letzten Quartalszahlen betrifft, muss man sagen. Die lagen etwas unter den Erwartungen. Allerdings hat man prognostiziert, ja, dass jetzt in der Zukunft man den Aufschwung wieder sehen kann rund ums Thema KI. Partnerschaften, die aufgefrischt wurden, auch mit den großen, großen Tech-Playern. Das heißt, man möchte hier wieder mit dem großen zusammenspielen, auch OpenAI, also die große KI-Firma, die möchte mit Oracle verstärkt zusammenarbeiten, und das hat die Aktie am Ende über zu einem neuen Allzeithoch gebracht. Ich hole sie mal ganz kurz hier an der Stelle raus. Also wir hatten hier diesen Widerstand vor den Earnings bei ungefähr 126. Wir sind dann nach oben durchgebrochen, weiterhin stark auch in diesem Aufwärtstrend. Das heißt, Oracle, aktuell der Cloud-Part, sehr, sehr stark im Fokus, und das ist auch das, was hier weiter die Aktie treibt. Dann hatten wir Apple. Apple mit seiner ja groß angekündigten Konferenz. Es ging für alle, die es geschaut haben, eine Stunde lang um ja alles Mögliche, was Apple jetzt integriert, neu macht. Da waren keine großen Highlights mit dabei, muss man sagen. Aber das große Thema war später dann, wie man mit der KI und dem iPhone zu neuen Welten aufbrechen will. Was man damit eigentlich sagt, ist, man möchte das Ganze tief integrieren, man möchte sie wirklich im Alltag integrieren, man möchte Siri verbessern, und man möchte ja die Möglichkeiten, die einem KI-Technologie bietet, auch von OpenAI wirklich im Hard- und in der Software des Unternehmens wirklich mit integrieren. Erst kam das Ganze nicht so gut an, und wir hatten uns das in der letzten Woche ja angeschaut. Wir sind hier leicht so ein bisschen zurückgekommen, aber diese Grenze stand doch so ein bisschen im Ausbruch, und in den Tagen danach hat man dann wieder das gesehen, was Apple oder das daraus gemacht, was Apple in der letzten Zeit eigentlich immer am besten konnte. Das heißt, bestehende Technologien so zugänglich für die Massen gemacht, dass die Massen auch das in Sachen Umsatz am Ende bei Apple lassen. Das heißt, im Kern geht es hier darum, dass man bei Apple diese Technologie wirklich allen zugänglich machen will, sie nutzbar machen will, verbessern will. Das hat den Aktionären dann doch irgendwie gefallen. Die Aktie ist dann wieder deutlich nach oben ausgebrochen. Diesen Ausbruch hat es dann auch mal wieder gebraucht. Damit auch wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Nvidia und Microsoft hinter sich gelassen und auch damit wieder in einen positiven Trend aufgestiegen. Mal schauen, ob Apple das Ganze dann wirklich umsetzen kann. Wir waren also bei den Tech-Playern, wir gehen weiter zu allem, was nicht Tech ist, und damit schließt sich der Kreis, den wir gerade eben angesprochen hatten, nämlich der Kreis, dass die positiven Zahlen mehr oder weniger vorbei sind. Wir sehen jetzt eher etwas negativere Ergebnisse rund um das Thema Wahlen auch in Frankreich. Wir haben es bei den großen Luxuskonzernen gesehen, die etwas zurückgekommen sind. Wir sehen es aber auch
ja, bei der einen oder anderen Großbank, die natürlich Angst vor zu viel Extremismus hat. Das ist meistens nie gut für die Wirtschaft. Und dieser Umschwung, der zieht sich gerade ja durch viele, viele Aktien. Société Générale, hier mal ein Beispiel. Die Aktie seit längerem auch in so einem Seitwärtskanal, hat eigentlich mal den Versuch gestartet, hier nach oben auszubrechen, ist jetzt wieder in diesen Kanal hier zurückgekommen. Das heißt, ja, da erwartet man eigentlich wieder hoffentlich Ruhe oder ein ruhigeres Fahrwasser in den politischen Geschehnissen in Frankreich. Denn zu viel politische Unruhe ist nie gut für die Wirtschaft. Wir haben noch zwei weitere Kandidaten, Paramount und Warner Bros. Auch denen ging es ja grundsätzlich nicht so gut. Das sind eigentlich die alten großen Filmstudios, kann man so sagen. Mediengiganten, die viel, viel Historie haben, aber nicht so wirklich aktuell Fuß fassen können. Es gab Übernahmen, es gab Spin-offs, es gab neue Beteiligungen, in denen man unterwegs sein möchte, um ja wieder mehr Traktion im Markt zu bekommen. Wir schauen uns beide mal kurz an und starten in dem Falle bei Paramount, die so langsam auf dem Tief aus der Corona-Zeit angekommen sind. Also wir sind jetzt hier bei dem Kurs von unter 10 deutlich, deutlich zurückgekommen. Auch diese Trendkanäle hier sind deutlich negativ, kreuzen sich jetzt hier so langsam. Man muss aber sagen, wir sind natürlich auf niedrigen, niedrigen Niveaus. Hier ist die Zukunft, die man langfristig erwartet, auch nicht sonderlich positiv. Es bildet sich hier dieses Dreieck ab und ja, einen Ausbruch nach oben oder unten. Wenn man jetzt sagt, ja, tiefer kann es aber doch nicht gehen, dann kann man sich das Ganze eben bei Warner Bros. Anschauen. Dort sind wir auf niedrigen Kursen bei 7,16. Also wir sind schon deutlich unter den Tiefs, auch aus der Corona-Zeit, die wir hier gesehen haben. Wir sind deutlich sogar unter den Tiefs, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben. Wir sind mittlerweile ungefähr bei der Finanzkrise, bei den Niveaus der Finanzkrise angeguckt kommen, beziehungsweise in der Zeit kurz zuvor. Das heißt natürlich, tiefer geht es am Ende immer, aber gegebenenfalls ist natürlich die Möglichkeit, hier einen Turnaround zu schaffen, doch auch mal gegeben. Beide kämpfen allerdings aktuell eher mit negativen News. Also dort muss man erstmal wirklich wieder ein positives Momentum finden, um dann auch die Wachstumsaussichten wieder zu stärken. Anders sieht es dafür aus bei Rheinmetall. Dort muss man sagen, gab es zwar diese 10%, diesmal nach unten gegangen ist. Auch das natürlich so ein bisschen getrieben durch die Wahlen, allerdings auch von Analystenkommentaren, die so ein bisschen das Aufwärtspotenzial angefangen haben, zumindest leicht zu kritisieren. Und was sich dann ergeben hat, man sieht es ganz schön, wenn man in den Chart reinblickt, dass ja, man eigentlich unter diese 500er-Schwelle dann geraten ist, viele Stop-Orders auch ausgelöst wurden, die Aktie also unter 500 runtergerutscht ist, sich aber jetzt so langsam wieder stabilisiert hier auf diesen hohen Niveaus, muss man sagen, das Momentum ist trotzdem deutlich auf der Seite von Rheinmetall. Es ist fast eine gesunde Konsolidierung, die wir hier sehen können, kann man sagen. Also der RSI mal wieder im gesünderen Bereich, auch der MACD, der sich hier mal wieder ein bisschen abschwächt. Also grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt, vielleicht für die langfristigen Investoren in Rheinmetall eine gesunde Korrektur. Dort ist man natürlich sich auch nicht einig, ob ja diese Analystenkommentare dann am Ende wirklich die ausschlaggebenden sind. Es gibt natürlich immer wieder die Gegenseite, auch viele, die zuletzt erst Kursziele hier angehoben haben. Und zuletzt einmal der kurze Blick auf Porsche, auf Volkswagen, auf unsere deutschen Automobilkonzerne. Es gab da das Thema China und das Exportproblem. Wenn man jetzt auf den Chart von Porsche blickt, dann sieht man, ist dieser Abwärtstrend weiter intakt. Nach dem Börsengang ging es ja eigentlich relativ euphorisch bergauf. Die Aktie war zeitweise mal der teuerste deutsche Autobauer. Jetzt wieder in einem Negativtrend. Man ist jetzt hier ungefähr bei dieser 70er-Linie, bei der man sich schon mal versucht hat, hier zu stabilisieren Anfang des Jahres. Danach ging es wieder bergauf. Nun, wie gesagt, mit diesem Krach rund um das Thema Exportzölle weiter bergab. Es ist wirklich eine politische Frage, in welche Richtung das Ganze hier steuert und ob es wirklich zu diesen hohen Zöllen in Höhe von, ich glaube, 38% kommt, was natürlich schon sehr wehtun würde. Das bleibt weiter spannend, ist aber eher ein politisches Thema. Und wir haben zuletzt noch die Aktie von Adobe. Die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Hier gibt es jetzt diese Doppelkurve, die sich aktuell abbildet. Hat dann hier diesen Boden gefunden bei 440 ungefähr, positive Quartalszahlen geliefert. Auch hier sieht man, ist das Thema KI, kommt eigentlich ganz gut an, insbesondere Bildgenerierung mit KI.
Und die Aktie stabilisiert sich aktuell, muss allerdings erstmal durch diesen gleitenden Durchschnitt hier wirklich durchbrechen, damit man von einem positiveren Trend sprechen kann. Hier unten im MACD deutet sich allerdings so eine Trendumkehr hier aktuell an. Vielleicht, wenn es nachhaltig hier durchbricht, könnte es doch auch mal wieder positiveres Momentum für Adobe geben.